zu einer neuen Folge Hearthstone Hero of Warcraft. Heute mit unserem Mutag schon wie angekündigt. Hallo. Hallo. Ja, dann wollen wir mal. Jo. Ich habe gerade Stufe 29 erreicht, mein Priester. Oh, okay. Wie viel hast du schon bereits? Oh, gute Frage. Ich bin mit meinem Jäger. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet, welches Level der hat. Lass die Jagd beginnen. Das Licht wird den Sieg bringen. Hast du gute Karten? Ich kann mich nicht beschweren. Dann schauen wir mal, siehst du, wie viele Karten ich in der Hand habe? 4. Oh, da sind sie alle weg. Oh nein. Oh nein, ich hätte es besser behalten, ey. Also schlimmer kann es nicht werden. Ja, nee, also das Spiel will mich verarschen. Das Spiel will mich echt verarschen. Das ging doch immer gut für mich. Also ich muss jetzt einfach jokern. Ich kann nichts anderes machen. Ich muss jokern hoffen. Ja, mach's mal. Auch nicht der. Es ist 50% Chance, dass ich was Gutes habe und 50% Chance, dass ich voll verkacke. Voll verkackt, scheiße. Das war's. Ich frage mich, ob... Sollte ich das so machen, ja oder nein? Ich tue es jetzt einfach, um diese Lichtbrut wegzuhauen, weil die kann dann schon nerven. Oh. Ich träume, und die Welt erzittert. Es ist ziemlich doof, dass er so einen starken Monster mit reinziehen kann zu diesem Roboter. Noch eine Lichtbrot, ach scheiße. Ich kann jede Karte auf meinem Deck kann ich ziehen. Ach so, auch selbst, auch wenn du den nicht auf der Hand hast? Doch, auf der Hand. Okay. Aber wie gesagt, das hast du die Chance, hat schon extrem früh starke Karten ins Feld zu rufen. Ja gut, was mache ich jetzt? Soll ich die jetzt verschwenden? Nicht? Ich frage mich, ob... Gehe ich jetzt am besten vor? Gut, ich könnte jetzt deinen Ysera zerkloppen, das dann wäre jetzt bei mir alles weg. Vier, sechs, vierzehn. Ja. Ist ja krass, ey. Ja, aber das, die muss doch, weg. Das nennt man mal eine Opferung. Aber ich denke, das war jetzt das Sinnvollste, was ich da machen konnte in der Situation. Das Licht beschützt mich. Ist jemand verletzt? So ist leider erst der weg. Nicht schade. Was hast du mir? Ja. Was für verlängert. Das krasse ist ja, wenn ich den Alarmbot spiele und er wieder auf meine Hand geht, dann wenn ich spiele, ich ein Monster kann beschwören mit dem. Ja. Da habe ich wieder ein Deck.
Also kann wieder auf der Hand kann wieder spielen. Du bist jetzt dran. Ich überlege, was du jetzt gemacht hast. Ich riskiere was. Sieht gerade nicht so richtig gut aus für mich. Weil ich diese Karte so sehr hasse. Das ist jetzt echt scheiße. Ich kämpfe. Das wissen auch Ishiras Nachkommen. Der Drache. Ja, ja. Das ist ziemlich gute Karte mit guten Schaden. Ja. Ich bin nicht gespannt, was du von mir geklaut hast. Das Licht beschützt mich. Sieht gar nicht so schlecht aus für mich. Oh nein. Geheimnisse im Jäger sind immer ein bisschen verhängnisvoll. Ja, aber es ist halt alles hier. Ich lass die Runde. Du bist schon gewonnen. Alles hier. Deutungslos, was ich hier tue. Ich hab's vermutet. Zum Glück habe ich nicht die Karte, die ich spielen wollte. Was ihr wolle! Ich wollte nämlich eine ganz andere Karte spielen. Kämpfe sofort. Ja gut, dann hast du jetzt gewonnen. Okay, weißt du, was ich spielen wollte vorhin? Ja, sag mal. Bin hier. Aha. Zeit zu töten. Die Karte kenne ich noch gar nicht. Das ist verdammt heftig, weil der jeden Zug stärker und stärker wird. Wenn man schon Sportkarten hat, dann kann man da irgendwo sich hochpuffen. Ja, und vor allem ist noch dazu, er hält sich dadurch jede Runde mindestens um einen Punkt auch wieder automatisch. Mhm. Ja, war eine schnelle, kurze Runde. Hat aber Spaß gemacht. Ja, mehr oder weniger. Aber ich denke, du wirst bestimmt wieder auf eine Revanche ausspielen wollen. Ja, sicherlich. Ja, wenn es dir gefallen hat, schaut doch bei der Revanche wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.